verkaufe das Ölgemälde Stromrechnung. Oft gewünscht und oft geliefert, eBay-Kleinanzeigen-Fails. Ich freue mich. Übrigens hier aus meinem neuen Office. Ja, das ist der Ausflügel von meinem Anwesen in Zürich. Glatt und am... Nee, ich wollte die Szene wechseln. Hundesalon in Dingsbums. Hallo, Sie haben einen festen Laden, oder? Bieten Sie auch Gutscheine an? Ja, hallo, genau. Uns gibt es seit 2013. Gutscheine haben wir auch. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Meine Freundin hat einen Australian Shepherd. Was würde denn dieses Komplettpaket kosten, was Sie in der Beschreibung haben? Shepherd? Was? Ja, ha. Das hängt immer von der Größe des Hundes ab. Bei einem Shepherd wären das 75 Euro. 75? Das ist bei Hunden immer so teuer. Mein Friseur verlangt bei mir 20 für Waschen und Schneiden. Wo ist denn der Unterschied? Naja, ich nehme an, dass Ihr Friseur keine zwei Badegänge mit Ihnen macht. Sie still sitzen bleiben und noch keine Maniküre oder Pediküre bekommen. Ihr Friseur wäscht und schneidet nur Ihre Haare und nicht den Filz an After und Genitalien. Ihr Friseur ist nach einer halben Stunde schon mit Ihnen fertig und Sie beißen und kratzen ihn nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf Ihren Friseur kacken, ist auch ziemlich gering. Wenn Sie wüssten, haha. Ein Spaß ist in Ordnung. Ich komme da mal persönlich vorbei, wenn ich in der Nähe bin. Kuscheltier, ein Manta-Jochen. Wieso kann doch sein, dass der Jochen heißt? Fünf bunter. Ich kann das nicht lesen. Fünf bunt. Kann das einer von euch gleich beim ersten Mal fehlerfrei vorlesen? Fünf Bunbert auf. Nee. Ich schaff das nicht. Fünf Bunbert Taufeno. Rich Kid Starter Pack. Porsche 9. Oleg Submarina Dompi. 65.000 Euro. Ist das nicht das Richtige für dich, Kaya? Nein, Leute, ich kann keine Autos fahren, in denen ich auffalle. Kumpels haben mich mal in ihrem Porsche mitgenommen und da sitzt du so tief, du rasierst echt mit deinem Hintern wirklich den Asphalt. Kein Bock. Und außerdem bin ich zu alt für Porsche mit tiefen Einstieg. Kein Bock. Wenn dann Macan. Nein, nicht Macan. Wie heißt der größere? Navajo. Nee, wie heißt der? Aber wenn du dann so einen SUV fährst, dann wirst du sofort angefeindet. Dann wirst du mit Matsch beschmissen. Du Klimakiller, du. Nee, es geht gar nichts mehr. Mini ist cool. Schön. Ich will kein Auto, wo die Leute reingucken. Ich will ein Auto, wo die weggucken. Wo die so machen. Ah, Gott, dieses Gelb, das Kackgelb, das blendet. Verschenke mal 9-Euro-Ticket. Hab mir so ein 9-Euro-Ticket geholt. Nicht, weil ich es nötig hätte, aber ihr wisst, man wird nicht reich vom Geld ausgeben. Und jetzt 2 Tage mit der Bahn zur Arbeit. Ja, was soll ich sagen? Ich bin seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr mit der S-Bahn gefahren. Und jetzt weiß ich wieder, wieso. Hatte dort an 2 Tagen mehr Körperkontakt als in den letzten 2 Jahren. Sind Deos eigentlich aktuell ausverkauft? Anders kann ich mir das nicht erklären. Auf der Rückfahrt teilte ein Typ seinen Döner mit mir. Auf meiner Hose! I love it. Ach ja, und Daniel, deine Freundin will sich von dir trennen. Sie wartet aber noch auf den richtigen Moment. Wollt ihr nur Bescheid geben, falls dies noch keiner der anderen 200 Fahrgäste getan hat, die auch anwesend waren und diesem eloquenten Gespräch lauschen durften. Fazit, man müsste mir 9 Euro die Stunde zahlen, damit ich dieses Ticket weiter nutze. Fahre jetzt wieder mit dem Porsche zur Arbeit. Ist sowieso nicht so gut, wenn der so lange steht. Bin zum Abregen erstmal 50 Kilometer Autobahn gefahren. Sonst ist immer Stau, aber heute war freie Fahrt. Wer den Zettel abholen kommt, bekommt von mir einen bemitleidenden Blick und einen Schulterklopfer gratis dazu. Hallo Versand bitte. Was ist das für eine Aussage? Verstehst du kein Deutsch? Dann ja nochmal anders in Nicht-Drutsch ausgedrückt. Du mir vorbeibringen die Rollcontainer, ja, nein, Fragezeichen. Was für einen ungehobelten Planeten lebst du? Ich verschenke die Container. Warum soll ich diese dir noch vorbeibringen? Zumal nach so einer rüden Aufforderung. So da ich Polizeibeamter bin, habe ich das Gespräch nun screeniert und eine statt der Anzeige gegen sie. Heizpilz, Terrassenstrahler. Hey, ich habe Interesse. Hast du eventuell direkt Zeit, damit ich den mal anschauen kann? Bin den restlichen Tag daheim. Wäre kein Problem. Super, eine kleine Bitte. Kann ich kurz anrufen? Du sagst über Lautsprecher, dass ich sofort vorbeikommen muss. Ich weiß genau, warum. Um ihn zu kaufen, wenn nicht, auch okay. Wieso das? Muss ja nicht sofort sein. Meine Schwiegermutter kommt gleich zu Besuch zu uns. Und die ist zurzeit super anstrengend mir gegenüber. Mache ich kein Thema. Könntest du auch kurz auf mein Bier raussetzen? Ich küsse dein Auge. Gib's mir noch deine Nummer, ich ruf dann an. Alter. Hallo, ist noch da? Ich kann morgen um 9 Uhr abholen. Hallo? Müsste allerdings selber abgebaut werden. Ja, gerne.
Senden Sie Adresse bitte. Ich komme mit zwei Personen und ein Felix. Was könnte er denn mit Felix gemeint haben? Felix, der macht alles. Flixbus. Kann man mit zwei Personen in einen Flixbus. Erlebe jetzt Kaya live in deiner Stadt. Ticketlink in der Beschreibung. Was? Stracciatella. Soll das Stracciatella heißen? Ich habe schon sehr viele Versionen von Stracciatella gelesen. Wirklich, ist ja auch kein einfaches Wort. Aber Stracciatella habe ich noch nie. Ich hätte gern Erdbeer, Schokolade, Stracciatella. Was? Stracciatella. Was wollen Sie haben? Stracciatella? Ja, Stracciatella, habe ich doch gesagt, du Idiot. Stracciatella. Hey, ist das nice Sofa noch to haven? Greets Max. Leider ist das nice Sofa already weg. Ich habe just vergessen, die Anzeige zu deleten. Ich hoffe, du findest noch ein andere nice Spitz-Possibility, um dein Base zu chillen. Huger Scheiß, dass es getaked worden ist. Danke für dein Answer und nice Success dir noch im eBay Smallscreen Game. Hallo, habe Interesse. Was kostet der Versand? Du Motherfuck. Nee, MFG ist was anderes, ne? Hi, das müsste ich heute mal kalkulieren. Du VGA ist auch was anderes. Okay, es ist nur wegen diesem Dating-Desaster. Bin ich total im versauten Kopf. Okay, es müsste schnell gehen. Man kann das im Internet nachlesen. Ich muss sagen, ich finde es etwas unseriös, dass sie bei allen drei Anzeigen von mir parallel schreiben und Druck machen, dass es schnell gehen muss. Ja, wollen sie verkaufen oder nicht? Ich brauche den Krempel halt schnell. Du Gurkenmann! Ich weiß, dass VG viele Grüße heißt. Sag mal, Leute. Ich fühle mich... Das ist ja beleidigend, dass ihr glaubt, dass ich nicht weiß, was VG bedeutet. Voll krass Müsli und so. Ich hab so reingemacht Müsli. Meine Mitschüler waren so, boah ey, wo hast du das geile Teil her? Ich so, Amazon. Die so, wie echt? Ich so, ja Mann. Die so, krass. Bin jetzt voll beliebt bei meinen Mitschülern, weil ich Müsli und Sauerei in Schule essen kann. Mein Lehrer sagte, als er mich sah mit dem Müsli, eins mit Sternchen. Alle Frauen wollen bei dir sein, alle Männer wollen sein, so, wollen so sein wie du. Bei mir läuft aber das Müsli nicht. 3BG, 4 Motion, Variant, Allround, 2.0, Blow. Achso, das kennst du. Hey, was hat die Jacke denn für eine Farbe? Ist das gelb? Das Bild ist ziemlich dunkel. Nein, kein gelb, eher beige. Gut, jetzt verstehe ich es, die Farbe. Ich hatte mich schon gewundert. Beige steht doch extra in der Beschreibung. Also die vorher lesen. Lesen hilft. Hatte ich schon gelesen. Ist natürlich mein Fehler, dass ich nicht weiß, dass beige bei Ihnen beige heißt. Wie alt ist das Teil? Rechnung? RG? Heißt Rechnung? Hey, das Gerät habe ich im März 2020 gekauft. Rechnung lege ich bei. Okay, dann lass uns mal telefonieren. Warum telefonieren? Preis und so weiter, ist alles klar. Fragen beantworte ich nur hierüber. Ohne Worte! Scheiße, schon wieder die dumme Generation Handy hier als Verkäufer. Dann behalte deinen Scheiß, wenn du zu dumm bist zum Telefonieren. Aha, ich dachte, diese Kleinanzeigen-Fails-Typen sind fake, aber euch geht's wirklich. Ach, Maxen, sprechen tut nicht weh. Frag mal Papa oder Opa. Lach! Aber Generation Handy kann dir nur tippen. Lach! So, und nun ab ins Bettchen, morgens wieder Schule. Das ist großartig. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss. TV, Lowboard für Fernseher. Wie viel für den TV? Für das Lowboard möchte ich gerne 30 Euro haben. Nein, den Fernseher will ich. Wir brauchen einen neuen, möglichst billig. Der steht leider nicht zum Verkauf. Was auch in der Beschreibung angegeben ist. Dann fotografier den nicht ins Bild, du Flachpfeife. Ein Vorschlag zur Güte. Du nimmst das Lowboard für 30 Euro und legst nochmal 100 drauf. Dafür kriegst du etwas, was noch viel besser ist als der Fernseher. Und was? Von dem Geld besorge ich einen roten Vorhang, eine Gardinenstange und zwei Handpuppen. Dann versammelst deine Partner oder Familie im Wohnzimmer und spielst diese Unterhaltung hier nach. Ich komme hier langsam vor wie im Kasperletheater. Na? Kein Interesse? iPhone X64 GB Backcover gesplittert. Guten Tag, weil kaputt und auf Chinesisch biete ich gerne 150. Grüße. Was geht da? Oh, okay. Anke Sabote, Anke Sabote. Schreiben Sie bitte in Deutsch, ich kann das nicht. Kleiner Spaß. Nee, danke. Die danke. Ja, danke für das Angebot. Für 140 Euro esse ich das iPhone lieber. Manchen Menschen fällt der Groschen in Pfennigen. Schönes Wochenende. Was soll das? Ich wollte gern handeln, dafür gibt es doch eBay. Warum beleidigen Sie dann gleich, du ungehummeltes Schrumpfgehirn? Ich wollte gerade sagen, dass ich das kreativ finde. Ungehobeltes Schrumpfgehirn. Und dann hat er wieder alles kaputt gemacht mit Scheißmensch.